Na, ihr's? Wie soll ich heute sagen? Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ich sag's halt mal so. Grüezi miteinander. Also, es ist jetzt kurz nach 23 Uhr. Ich mache jetzt hier meine Abfahrtskontrolle. Und dann düsen wir langsam los. Wir müssen uns ja nicht schätzen. Vor 8 brauchen wir ja nicht in Bad Rodach sein, weil wir ja eh noch nicht wissen, ob wir dann gleich noch dort laden oder nicht. Da muss ich dann sowieso erstmal um 8 meine Dispo anrufen und erfragen, wie es weitergeht. Ob wir dort laden, ob wir woanders laden, warum wir laden, was wir laden, mit wem wir laden, wie wir laden, weshalb wir laden, wer ladet wen, wer verladet wen. Wir werden sehen. Also jetzt fahren wir mal ganz gemächlich nach Bad Rodach. Ungefähr, ich würde sagen, 6,5 Stunden. Zwischendurch noch eine schöne Stunde Pause. Ein bisschen was essen. Ah, nachtschlafende Zeit wieder. Leid. Sachen gibt's. Also meine Lieben, zwicken wir mal auf. So, meine Guten, haben wir doch schon fast die Hälfte weg. Ach, aber auch nur fast. Was ist bei dir kaputt hier? Fährt hier mit 30 neben mir her. Na, wenn du meinst, dann mach das. Der hat wahrscheinlich Angst vor dem Blitzer gehabt. Keine Ahnung, vor was er Angst hat. Zwei durch ist es. Nichts los hier. Alle schlafen. Hier lädt einer sein Auto auf. Nachtladung. Nachtladung. Ihr hippelt und rüttelt und schüttelt und er rüttelt sich, er schüttelt sich.
schon seltsam, ne? So mutterseelenst alleine in der Nacht. Na, was machst du denn? Du machst Zicken in letzter Zeit hier. So, seht ihr, haben wir Herzberg auch hinter uns. Oh, meine Guten. Dann wollen wir doch mal hier über den Parkplatz fliegen, mal gucken, ob wir einen Platz finden. Das ist jetzt 3. Naja, ich würde mal sagen, nee. Aber versuchen kann man es ja trotzdem. Wir haben hier noch eine Stunde Luft. Wir können hier noch ein Stück fahren. So, der Parkplatz Kesselsberg. Hüm und drüben. Ah. Könnte langsam mal hell werden. Dann wollen wir mal gucken, ob ein Plätzchen für uns ist. Na, sieht schon mal nicht gut aus hier vorne. Das sieht doch gar nicht gut aus hier. Na, mein Freund, du stehst aber auch ein bisschen scheiße hier an der Ecke. Der links hier. Das ist sehr weit in der Einfahrt rein. Tja. Hier ist zwar eine Lücke zwischendrin, aber die ist zu klein für uns. Und alles andere ist auch schon voll. Na toll. Reimt sich sogar. Alles andere ist auch schon voll. Na toll. Die wissen schon, warum sie die Steine hierher gemacht haben. Na, wenn sie dir deinen Arsch wegrammeln, brauchst du dich auch nicht wundern. Sieht nicht gut aus. Ja, die wissen schon, warum sie die Steine hergemacht haben. Sonst wäre die Wiese bei Zeiten und die Platten bei Zeiten klar gefahren. Ja, wir werden schon irgendwas finden. Ich denke mal, wir werden schon irgendwas finden.
Freunde, sind wir doch schon wieder auf der Autobahn. Wir haben jetzt noch 113 Kilometer vor uns bis Bad Rodach. Meine Lenkzeitunterbrechung habe ich vorhin auf der Landstraße an der Bushaltestelle gemacht, weil sich nichts anderes gefunden hat. Musste ich dort gleich mich in die Bushaltestelle stellen. Dann habe ich aber geguckt am Fahrplan. Der erste Bus fährt erst um 5. Und ich stand, wann stand ich denn dort? Um 3:30. Also stand ich auch niemanden im Weg, wenn der erste Bus erst um nach 5 gefahren ist. Also 5 Uhr irgendwas leckt mich fett. Und ich stand ja schon um 4, kurz vor 4 stand ich ja schon dort. Ja, und jetzt sind wir schon wieder auf der Autobahn, ne? Mich hat es ja schon wieder geschüttelt, wer mich alles auf der Landstraße so überholt hat mit dem LKW. Naja. Aber das Thema hat mir ja oft genug, da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Wenn du 65 fährst und sie rasen dann mit 80 an dir vorbei. Fahren wir doch gleich über Hildburghausen. Gleich über Hildburghausen fahren. Wenn wir jetzt hier rechts gefahren wären, wären wir zur Papierfabrik gekommen. Quatsch, zur Papierfabrik, zur Glasfabrik. Wie komme ich auf Papierfabrik? Da wären wir zur Glasfabrik gekommen. So. Sind wir gekommen. Von der Brick. Von der Brücke mit der Lücke. Fahren wir runter mit Tücke. So, seht ihr doch, sind wir doch schon in Hildburghausen. Hier ist die Feuerwehr links.
Wusstet ihr das schon? Nee, ne? Da vorne müssen wir irgendwo rechts abbiegen. Ach, da, wo alle Richtungen dran steht, ja. Alle Richtungen. Weil durch die Stadt dürfen wir nicht. Also nicht geradeaus durch, ne? Da kommen wir ins Zentrum. Wir müssen hier lang. Der Hauptstraße folgen. Den Berg hoch geht's ins Theater. Und hier ist der Schlosspark. Das ist aber ein kleiner Schlosspark. Und nach der Bahn müssen wir wieder links. Ach, hier ist der Bahnhof. Hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Ich glaube sogar schon zweimal. So, hier müssen wir jetzt links. Das ist aber ganz schön knapp hier, mein lieber Mann. Aber die anderen Straßen sind nicht viel besser. So ging es nämlich auch. Und vielleicht sogar besser als da hinten rum. Das Gekurve über die kleinen Straßen. Ich kenne die kleinen Straßen da hinten nämlich. Ich weiß, wie die sind. So, wie sieht es denn aus mit dem Parkplatz? Parkplatz ist voll. Na toll. Nee, da unten ist Platz. Da unten ist doch Platz. Hier stellen wir uns her.
So, meine Guten. Jetzt haben wir abgeladen. Und jetzt haben wir gleich die nächste Tour bekommen. Wir fahren jetzt nach Krok. Das ist ungefähr 30 Kilometer von hier weg. Dort laden wir für Bremen. Dieser Hubbel hier an dem Tor und ich vergesse es jedes Mal. Jetzt kommt das Brett wieder geflogen, hätte ich es auch nicht reinmachen brauchen. Mann! Ach, wieder ein Brett umsonst reingemacht, kann ich es nochmal reinmachen. Dieser Hubbel hier am Tor, da denke ich nie dran. Und jedes Mal verschwapper ich mir einen Kaffee dadurch. Ich muss die Tasse in der Hand nehmen, wenn ich über den Hubbel fahre, mit der Vorder- und mit der Hinterachse. Auflieger ist dann nicht so schlimm, aber Vorder- und Hinterachse ist wichtig. So, jetzt fahren wir nach Krok. Ohne Deal. Wir fahren nach Krok ohne Odeal. Der hat gewartet, bis ich rum war. Das war ja lieb. Ach. Schwitzschweiß. Aber ich ziehe jetzt kein frisches T-Shirt an, weil ich jetzt in Krok garantiert noch einmal schwitze. Da kann ich das T-Shirt gleich noch weiter voll schwitzen. Und ziehe dann danach ein frisches T-Shirt an. Wenn ich dann in Krok fertig bin. Wirklich breit sind die Straßen hier aber auch nicht. Ach guck, hier ist die Feuerwehr. Die Feuerwehr, die Feuerwehr. Die haben bald kein Wasser mehr. Und das ist kein Spaß, das ist bitterer Ernst. Kleintierzuchtverein ist hier. Na Mädels, was schickt denn ihr mich wieder hier vor Straßen lang? Ach. Bus darf mir hier keiner entgegenkommen, ne? Sind sich aber einig, die zwei, ne? Und der Mann an der einen Ecke, der hat mich auch hier lang geschickt. Den ich da gefragt habe. Alter, hier kommst du ja kaum rum. Hier
Hier kommst du ja kaum rum um die Ecken. Meine Güte, Mädels, was macht ihr mit mir? Da unten scheint es aber breiter zu werden wieder. Ist das schade. Das ist ja wieder eine Aktion hier. Aber gerade so, ne? So. So. Habt ihr euch ja was ausgedacht hier, Mädels? Das war ja wieder echt groß, meine Güte. Aber erstaunlicherweise waren sie sich einig alle beide, ne, auf der kleinen Straße hier. Ideen haben die zwei. Naja, sind wir doch fast da. Hat schon gepasst, wie sie mich geschickt haben. Aber ich hätte auch obenrum über Hildburghausen auf der Autobahn, Richtung Autobahn, wäre auch hier irgendwo rausgekommen. Manchmal fragt man sich, was die Mädels so vorhaben. Ne? So, die hier nicht. Die hier nicht, die nächste. Die nächste. In der Klaus-Apfelstädt-Straße. Äpfelstädt. Oder Äpfelstädter. Oder wie der hieß. Sieht weit und breit keine Fabrik, ne? Krog, da steht's dran. Hier müssen wir links. Krog, 2 Kilometer. Oben muss es irgendwo sein. Nicht, dass da hier jetzt eine Sackgasse ist. Alter, dann wäre ich zur Sau.
sein, die Fabrik. Ich sehe aber keine Fabrik. 1,4 Kilometer. Wie heißt die? Arkoy. Muss ich hier mal jemanden fragen, ob ich da hinkomme. Nicht helfen, der war nicht von mir. Dann müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Noch einen Kilometer. Das ist bestimmt da unten. Den LKW-Fahrer frage ich mal, der kennt sich aus. Servus, zu der Firma Arkoy. Komme ich da noch hin? Alles klar, danke. Ja, er hat gesagt, ich komme noch bis hin. Ha, sehr gut. Weil mit solchen Sackgassen ist das nämlich immer so eine Sache, ne? Da weiß man immer nicht, wie es funktioniert. Ja, seht ihr, sind wir doch schon da. Hier müssen wir jetzt irgendwo links. Hier müssen wir jetzt links. Ach, da steht's doch schon dran. Da steht's doch schon dran. Arkoy Automotive. Sag mal. Nee. Das ist doch nicht die Firma, wo ich schon mal war. Oder? Nee. Nee, ist sie nicht. In LKWs. Nee, ist sie nicht. Ah, das sah fast so aus, wie wenn das die eine Firma war, ist, wo ich schon mal war. Aber es ist sie nicht. LKW Check-in. Hier muss ich rein. Hier steht's dran. Sehr gut. Alles ein bisschen knapp gehalten hier, die Straßen. Ha. So. Ich habe mein Ziel erreicht. So, Leute, wir sind da. So, meine Guten, jetzt stehen wir erstmal hier und warten auf die Werkstatt. Ich hatte eine Pfütze Kühlwasser unterm Auto, oben in der Fabrik. Ich habe jetzt abgesattelt, dass die Männer hier gut rankommen. So, jetzt noch einmal. Also, ich warte jetzt auf die Werkstatt. Das war nämlich noch mal der Mann vom Büro. Der hat mir noch Papiere gebracht, die er mir vergessen hat vorhin zu geben. Ist ja gut, dass ich noch hier stehe. Also, die Werkstatt kommt ungefähr in einer Stunde. Ich habe massiven Kühlwasserverlust und habe jetzt das Auto schon vorbereitet zum Kippen. Und wir bleiben dann wahrscheinlich hier stehen, wenn wir dann wieder aufgesattelt haben. Der Kühlwasser, also erstmal muss repariert werden, dann müssen wir gucken, ob er das hier machen kann oder ob das Auto in die Werkstatt muss. Und wenn ich dann wieder aufgesattelt habe, dann bleiben wir hier gleich stehen, machen Pause. Und ja. Eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja, da fahren wir dann so zwischen 10 und 11, denke ich, wieder los. Erst mal gucken, wie ich zum Schlafen komme. Also, meine Lieben, wisst erstmal Bescheid. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich was Genaues weiß. Also, bis denn. So, meine Guten. Wir stehen jetzt hier in Krock. Hier so am Rand. Ein bisschen hierher gequetscht. Der Wachschutz hat mir das genehmigt, weil jetzt ja der Werkstattwagen da war. Bei mir war ein kleiner Kühlmittelschlauch geplatzt. Also was heißt geplatzt nicht? Der war unten porös und von der Verschraubung abgefahren und dadurch hat der Kühlmittel verloren. Und ich dachte erst, wo ich das erste Mal aufgefüllt habe, vorige Woche, dachte ich erst, das ist durch die Wärme verdunstet oder was weiß ich. Und heute hat es das wieder angezeigt. Und als ich dann da oben beim Beladen stand, war unter dem Auto eine Pfütze. Und da habe ich gleich bei uns Bescheid gesagt in der Spedition. Die haben mir gleich einen Werkstattwagen hergeschickt und der hat den Schaden gleich behoben. So, der hat jetzt 2,5 Stunden gebraucht, diesen Schlauch zu wechseln. Aber das ist auch eine elende Fummelei. Erst einmal muss er es finden, was es war. Dann muss er den Schlauch beheben. Zum Glück hat er einen dabei gehabt. Ja, und jetzt sind wir gleich hier stehen geblieben, weil ja nun meine Schichtzeit auch im Arsch ist. Und machen jetzt hier Feierabend und heute Nacht, ich würde mal sagen, so 11 oder 12 fahren wir wieder los. Ich denke mal, um 12 reicht. Ja, hier stinkt es jetzt überall nach Kühlmittel. Aber das ist umweltverträgliches Kühlmittel. Biologisch abbaubar. So, und wir bleiben jetzt hier schön stehen, machen hier schön Feierabend und in der Nacht geht's wieder los. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis heute Nacht. Latsch. Tschüss.